Ja, herzlich willkommen zurück auf der Bühne 2 bei der Vosges 2022. Ja, wer hätte vor 10 Jahren gedacht, dass das Bundesamt für Kartografie und Geodäsie ein Ausbildungsmodul anbietet für OpenStreetMap? Und wie das funktioniert, erklärt uns jetzt Joachim Eisenberg. Ja, danke Volker. Und ich sag mal Hello again. Wir sind zum zweiten Mal dabei. Eben hat meine Verbindung gestreikt. Jetzt haben wir das über ein PDF gelöst und ich hoffe, dass das jetzt runter funktioniert. Ich werde aber jetzt nicht, ich werde so ein bisschen im Schweinsgalopp durch die ersten Folien durchlaufen. Also, ich will mit dieser Präsentation etwas erläutern oder vertiefen, wie wir OSM in der Geomatik-Ausbildung am Bundesamt für Kartografie und Geodäsie verwenden. Seit 2020 ist das BKG Mitglied im Vosges e.V. Und im Rahmen dieser Mitgliedschaft publizieren wir PUI-Themen. Das sind bisher zwei Themen: Landespolizei und Gesundheitsämter, die über den Vosges e.V. der Community zur Verfügung gestellt werden. Außerdem schulen wir interessierte Kollegen in OSM-Tools. Das ist meist verknüpft mit Mappathons, die wir durchführen. Mappathons steht hier im Plural. Wir haben bisher einen Mappathon durchgeführt, und zwar BKG intern zu allgemeinbildenden Schulen. Aber in diesem Rahmen muss man natürlich auch in OSM-Tools schulen. Dazu findet man auch mehr Informationen noch auf unserer OSM-Wiki-Seite Bundesamt für Kartografie und Geodäsie. So, es soll aber jetzt eher darum gehen, wie wir OSM in die Geomatik-Ausbildung einbinden. Kurz zum Hintergrund der Ausbildung: Das ist eine dreijährige duale Ausbildung mit einer praktischen Berufsausbildung an der Hauptdienststelle des BKG in Frankfurt am Main und auch an den Dienststellen in Leipzig und Wetzel mit Arbeitsaufenthalten. Die Theorie wird in der Arnold-Bode-Schule in Kassel, das ist dort eine Berufsschule, vermittelt. Darüber ergänzend gibt es überbetriebliche Ausbildungsmaßnahmen. Das ist beispielsweise Praktika am Amt für Bodenmanagement in Limburg. Es gibt ein Grundlagenseminar bei der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation. Aber es gibt auch Schlüsselkompetenzseminare bei der BAKÖV, also der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung. Jährlich gibt es bis zu 4 Auszubildende. Das sind dann also etwa 12 sind dann 12 Auszubildende, die wir über die 3 Jahre betreuen. Zu Beginn der Corona-Pandemie hat das einmal ausgesetzt. Entsprechend haben wir derzeit nur 8 Auszubildende. Weitere Informationen über diese Ausbildung findet ihr hier über den Link, oder wenn ihr einfach auf den BKG-Seiten unterwegs seid, dann findet ihr dahin. So, bisher sah OSM in der Geomatik-Ausbildung oder was hauptsächlich durch die Berufsschule repräsentiert. Man hat einen OSM-Account angelegt, hat den ID-Editor verwendet. Es gab einen Mappathon im Humanitarian OpenStreetMap-Team, der mit den Azubis oder wo die Azubis teilgenommen haben. Dann gab es am BKG da gibt es immer so Praxisprojekte, wozu freie Daten gesammelt werden, und dazu zählten dann auch OSM-Daten halt zu einem Themenbereich. Im zweiten Ausbildungsjahr haben die Azubis den Datendownload über Overpass Turbo kennengelernt oder auch über die Geofabrik und haben OSM-Daten in eine Postgres-Datenbank eingebunden. Und im dritten Ausbildungsjahr gibt es nur noch wenig OSM. Da wird das vielleicht als Hintergrundkarte in den GIS-Projekten verwendet, aber das war es letztendlich auch. Und daher haben wir gedacht, auch zur Vertiefung von OSM ist es sinnvoll, gerade zwischen zweiten und dritten Ausbildungsjahr ein neues OSM-Modul einzubinden und im Rahmen dieser Mitgliedschaft auch im Vosges e.V. So, muss ich das machen jetzt hier? Und zwar sieht das so aus seit 2021, dass wir zum Ende des zweiten Ausbildungsjahres eine Vertiefung von OSM haben. Wir führen das Datenmodell und die Tagging-Konvention ein. Die Azubis lernen die Datenerfassung neben dem ID-Editor auch mit JOSM kennen, nutzen da Erweiterungen. Dann gibt es eine etwas längere Datenerfassung zu einem Rahmenthema.
Das war so ein bisschen eine Anlehnung an einen Mapathon oder an den Mapathon, den wir 2021 gemacht haben zu allgemeinbildenden Schulen. Dazu gab es einen BOF auch auf der letzten Foskis schon. Und zu Beginn des dritten Ausbildungsjahres sind dann die Azubis damit beschäftigt, ein eigenes Mapathon-Thema zu entwickeln, was dann auch behördenübergreifend ist, dass wir auch behördenübergreifende Mapathons dann zukünftig anbieten können. Da setzen sie sich mit verschiedenen Arbeitsabläufen auseinander, Datenrecherche, Datendownload, Quantifizierung der verschiedenen Objekte, die von Interesse sind. So, wie sieht das im Detail aus? Also zum Ende des zweiten Ausbildungsjahres, da gibt es erstmal ein Brainstorming überhaupt, was ist zu OSM hängen geblieben oder was wurde überhaupt schon in OSM gemacht. Dann führen wir hauptsächlich über die Map-Features-Seite im OSM-Wiki in das Datenmodell und die Tagging-Konvention ein, nutzen auch Tag-Info dafür. Dann wird erstmal im Wohnumfeld der Azubis anhand von JOSM Tags korrigiert oder es werden vielleicht auch Objekte, die fehlen, hinzugefügt. Dann gibt es einen weiteren Schritt, dass im ländlichen Raum, wo noch einige Gebäudeumringe fehlen, über das Buildings-Tool, über die Erweiterung, da Gebäude erfasst werden, dann soll eine Arbeitsanleitung entwickelt werden, die die Nutzung von JOSM in der Arbeit in Behörden hervorhebt. Und letztendlich gibt es noch eine längere Datenerfassung zu einem Rahmenthema. Hier mal ein Beispiel zur Erfassung der Gebäudeumringe. Das ist jetzt ein Beispiel Frankenthal in Hessen, also etwas so im ländlichen Raum. Da sieht man im Westen einige Gebäude, die da schon erfasst waren, aber ein Großteil der Gebäude war das noch nicht und das ist jetzt das Beispiel eines Azubis, der dann da einfach einige neue Gebäudeumringe erfasst hat. Dann eben schon erwähnt, es soll eine Arbeitsanleitung entwickelt werden, das ist letztendlich eine JOSM-Anleitung zur Verwendung an den Bundesbehörden, die ist derzeit in so einem Beta-Stadium. Wir hatten bisher nur einen Jahrgang, der gemappt hat mit JOSM. Das soll aber über mehrere Iterationen laufen und dann stellen wir das auch gerne in unserem OSM-Wiki zur Verfügung. Da gibt es bisher nur ein Dokument, das bezieht sich auf den Mapathon, den wir im letzten Jahr gemacht haben und da die verschiedenen Tags, die wir dort verwendet haben, für Korrekturen oder neue Objekte. So. Und da setzte das eben aus. Da hatte ich die technischen Probleme. Schön, dass es jetzt klappt. Ich mache einen kleinen Rückblick zu dem Schulmapathon, den wir gemacht haben. Wir haben selber ein POI-Thema für die Bundesbehörden. Das haben wir verglichen mit den Schulen, die in OSM erfasst sind und haben dann einen Datensatz erzeugt mit Schulen, die entweder in OSM nicht drin sind oder auch in unseren POI-Themen nicht drin sind. Und das war sozusagen die Basis für den Mapathon, den wir durchgeführt haben. Wir haben 2 Tage mit 11 Mappern gemappt. Man muss aber berücksichtigen, da waren durchaus auch Kollegen dabei, die mit OSM bisher nicht gearbeitet haben und schon gar nicht mit den Tools. Es musste also auch in die Tools eingeführt werden. Da haben wir in Summe, glaube ich, 320 Objekte korrigiert oder ergänzt. Und das entspricht so in etwa dem Ansatz, den wir haben, dass wir eher eine Qualität generieren als eine hohe Quantität. Ja? Also wenn wir da was hinzufügen, dann sollte es einfach auch von guter Qualität sein. So, hier dunkelgrün hervorgehoben, das waren die Kacheln, die erfolgreich oder vollständig bearbeitet wurden. Hellgrün, damit haben wir angefangen. Und wenn man das jetzt sich mal im Vergleich oder darauf aufbauend, ist die Karte von den Azubis, die 2 Wochen letztendlich mit 4 Mappern weiter daran gearbeitet haben. Da sind nochmal knapp 400 Objekte hinzugekommen oder die auch korrigiert wurden. Und man sieht auch, es gibt deutlich mehr vollständige Kacheln schon. Aber man sieht auch, wir haben uns so ein bisschen von außen nach innen vorgearbeitet, weil da dann
teilweise die Kacheln einfach auch nicht viele Objekte enthielten. Und da werden wir sicherlich auch zukünftig noch weiter dran arbeiten. Angedacht ist auch ein weiterer Schulmap-Beton, um das einfach jetzt erstmal auch aufzuarbeiten. Dann wäre der nächste Schritt einmal zu fokussieren auf den Beginn des dritten Ausbildungsjahres. Und zwar soll da das Gelernte zusammengefasst werden oder sich so verzahnen, indem sich die Azubis überlegen, zu was für einem Thema man einen behördenübergreifenden Mapathon machen könnte. Also was hat behördenübergreifendes Interesse? Also da haben wir zum Beispiel an den THW gedacht. Ja, das ist letztendlich der Hintergrund. Die sind deutschlandweit aktiv. Die haben ein großes Interesse an guten OSM-Daten. Und ein Aspekt war da oder eine Idee, dass man sich mal die Brücken anschaut und ob man und inwiefern die Brücken zum Beispiel für ein Schwerlast-Routing zu nutzen wären. Also welche Brücken haben dann auch Traglasten, die in so ein Routing eingehen könnten. Und da war die Idee, dass man das in einem Mapathon mit dem THW machen könnte. Dann muss man sich natürlich überlegen, man hat vielleicht 4 Stunden an einem Samstagnachmittag, wo man mit vielleicht geoaffinen Kollegen, aber nicht unbedingt OSM oder nicht unbedingt Kollegen, die OSM schon viel verwendet haben, zusammenarbeitet. Und dann kann das doch recht kompliziert werden, wenn man so eine Brücke umwidmen will oder dass man dann ganz neue Relationen teilweise setzen muss. Das ist dann erstmal so als Idee ausgeschieden, aber eine andere Idee, was man mit dem THW beispielsweise machen könnte, wäre die Erfassung freiwilliger Feuerwehren. Da kennt jeder sein Umfeld, da gibt es eine Verknüpfung zu Einsatzzeiten zu der Freiwilligen Feuerwehr. Und da wäre es vielleicht sinnvoll, dass man da einfach mal schaut, was ist in OSM vorhanden und was kann dann im Rahmen so eines Mapathons da noch ergänzt werden. So, was für Arbeitsabläufe gab es dann? Es wurde überhaupt erstmal recherchiert, wie sind solche oder welche Objekte kommen in Frage? Wie sind die Objekte getaggt? Dass man das dann auch quantifiziert. Beispielsweise über Tag-Info und dann die Daten auch analysiert, dass man also Daten herunterlädt und die dann ja, entsprechend analysiert. Ich habe da mal ein Beispiel dabei, und zwar ist das jetzt noch in Bezug auf Brücken und deren Traglasten in Deutschland. Das ist jetzt der Stand von September 2021. Da gibt es, also der Azubi hat das in die einzelnen Bundesländer aufgeteilt, aber für Gesamtdeutschland gibt es etwa 325 oder gut 325.000 Brücken. Davon haben aber nur knapp 3% Angaben zur Traglast. Das ist letztendlich dann auch eine Aussage dafür, dass es vielleicht etwas problematisch ist, damit ein Schwerlastrouting durchzuführen. Also es ist sicher dann ein Thema, an dem man arbeiten kann, aber nicht im Rahmen eines Mapathons mit einer anderen Behörde. So, das war jetzt recht schnell gesprochen. Ich möchte das nur noch mal kurz zusammenfassen. Das sollte ja nur einen kleinen Einblick geben in die Geomatik-Ausbildung. Bisher tauchte OSM da hauptsächlich von Seiten der Berufsschule auf. Seit 2021 haben wir aber das OSM-Modul und versuchen das auch stetig zu erweitern. Daher bin ich natürlich auch interessiert an Rückmeldungen hier aus dem Plenum. Im Rahmen dieses Moduls führen wir ein in das Datenmodell und die Tagging-Konvention von OSM. Wir stellen verschiedene Tools zur Datenerfassung, aber auch Analyse vor. Und es gibt 2 Wochen aktives Mappen durch die Azubis. Und letztendlich sehen wir dann die Azubis auch als Multiplikatoren für OSM in die Bundesbehörde hinein. Und ja, das ist letztendlich so ein bisschen ja auch das Ziel dieses Moduls. Da möchte ich mich schon bedanken
einmal an alle Mapperinnen, die auch unsere Azubis immer im Blick hatten. Also es wurden vielleicht im Kontext nochmal kurz zu erwähnen, zu diesem Aspekt Qualität statt Quantität. Wenn wir uns unsicher waren, wie wir Objekte erfasst haben, haben wir dann eher eine Not gesetzt, als dass wir da was verändert haben. Und entsprechend tauchen da einige Notes auf und da gab es dann entsprechend auch schon die Kommunikation zwischen den Mapperinnen und den Azubis und ja, vielen Dank auch für eure Aufmerksamkeit. Ja, Joachim, vielen Dank. Schön, dass die Zusammenarbeit des VOSGIS e.V. mit dem BKG Früchte getragen hat. Ihr umgeht damit ja auch das Lizenzproblem, indem ihr die Daten ja direkt bei uns eintragt. Wunderbar, da können wir uns nur freuen. Wir haben Fragen von dem Vortrag vorhin, der nicht ganz so gelungen war, die haben wir noch beibehalten, gesammelt. Die stehen jetzt im Fragenchat. Es sind auch noch ein paar Fragen dazugekommen. Ich fange mal mit denen an, mit den höchsten Votes. Gab es im BKG denn keine Vorbehalte und Bedenken, OSM als Konkurrenzprodukt zu den amtlichen Geodaten in der Ausbildung zu verwenden? Und wie wurden diese ausgeräumt? Ja, letztendlich gab es da eigentlich keine Vorbehalte, weil es nicht als Konkurrenzprodukt gesehen wird. Es ist ja einfach eine unheimlich umfangreiche Datenbank mit einer unheimlichen Datentiefe und daher von uns von außerordentlichem Interesse. Ist aber halt so, dass wir Daten für die Bundesbehörden zur Verfügung stellen und da Verzeichnisse von den Ländern teilweise einkaufen und daraus unsere POI-Themen erstellen. Und im Rahmen oder diese Verzeichnisse, die haben eine ziemlich hohe Attributvollständigkeit und es ist uns wichtig, dass wir dieses Qualitätsmerkmal auch an die Bundesbehörden weitergeben. Daher, sind letztendlich zwei verschiedene Paar Schuhe und wir sehen aber, dass auch andere Bundesbehörden sehr gerne auf OSM zurückgreifen und daher ist es natürlich auch mit einer Aufgabe als Geodatendienstleister des Bundes, auch in OSM aktiver zu werden. Und ich denke, was jetzt ja auch ein bisschen herausgekommen ist in dem Vortrag, ist einfach auch das Bedürfnis, dass wir im OSM-Datensatz aktiv werden und da entsprechende Korrekturen vornehmen und auch neue Objekte erfassen. Ja, sehr schön. Dieses Umdenken hat natürlich eine gewisse Zeit gebraucht. Ne? Also vor 10 Jahren haben wir da noch ganz andere Diskussionen geführt. Genau. Inwieweit könnten Ausbildungsmedien zu OSM veröffentlicht werden, sodass auch OSM-Mapper diese nutzen können, um sich ins Thema einzuarbeiten? Genau, das ist eine gute Anmerkung. Ich hatte es ja bereits erwähnt, diese Anleitung, die ist in Arbeit. Die werden wir auf alle Fälle über das Wiki zur Verfügung stellen. Es ist aber viel so eine Interaktion zwischen den Azubis und dem Ausbilder, dass man viel live vor Ort macht und jetzt gar nicht so breite Materialien zusammenträgt, die wir dann da verwenden. Aber das, was wir verwenden, das stellen wir auch gerne zur Verfügung. Und da ist vielleicht sinnvoll, immer mal auf der Wiki-Seite des BKG vorbeizuschauen. Da wird sich sicherlich auch demnächst noch etwas tun. Ja, jetzt sind wir natürlich interessiert, ob euch auch mit anderen Bundesbehörden austauscht. Sind die Mappathons auch für andere Bundesbehörden zukünftig möglich als Kompetenzstelle OSM für Bund? Genau, ja, genau daran arbeiten wir ja. Im letzten Jahr der Mappathon, das war einfach so ein bisschen so eine Art Testballon, dass wir das zwar referatsübergreifend, aber BKG intern erstmal durchgeführt haben. Und die Idee ist es natürlich, das auch behördenübergreifend zu machen und die Behörden damit reinzunehmen. Aber man muss natürlich auch schauen, welche Behörden haben Interesse jetzt überhaupt auch an Geodaten. Und wenn man die Behörden dafür gewinnt, ist das natürlich super. Aber da stehen wir in einem Austausch und da wird demnächst sicherlich auch was geben. Danke. Was charakterisiert den Unterschied zwischen einem akademisch ausgebildeten Geoinformatiker und einem Azubi, sowohl bezüglich der Ausbildung als auch seiner späteren Tätigkeit nach der Ausbildung? Also ich kann jetzt höchstens von mir sprechen. Ich habe einen Universitätshintergrund und habe Geoinformationssysteme, Geoinformatik sehr viel als Tool verwendet und habe dann, denke ich, eine sehr breite Sichtweise auf Dinge und versuche
GIS dafür einzusetzen. Und die Ausbildung, denke ich, die geht eher von dieser Tool-Seite aus, dass man das sehr gut und umfänglich lernt. Und dieser weitere Schritt, dass man sozusagen diesen Blick über den Tellerrand wagt oder das erweitert, das kommt dann sicherlich im Rahmen der Arbeit am BKG oder vielleicht auch durch Aufbaustudien. Das ist durchaus auch zum Beispiel berufsbegleitend tätig, wenn man am BKG arbeitet, dass man da noch ein Bachelor- oder auch ein Masterstudium noch draufsetzen kann. Noch eine Frage, die sich an eine andere anschließt. Könnte man die Links zu den POI-Themen, die das BKG für OSM bereitstellt, posten? Ja, das kann ich gerne machen. Ich bin jetzt halt hier in diesem Live-Segment. Ich habe das nicht so gut raus, Herr Roland, aber im Anschluss an die an diesen Vortrag kann ich live gehen und das in den Blog schreiben. Ja. Alles klar, vielen Dank. Inwieweit ist das BKG auch bezüglich der Ausbildung Richtliniengeber für oder Bittsteller bei den Geobehörden der Bundesländer? Inwiefern Bittsteller oder, kannst du es nochmal formulieren? Ich glaube, gänzlich habe ich die nicht gefasst. Ich wiederhole es nochmal langsam. Inwieweit ist das BKG auch bezüglich der Ausbildung Richtliniengeber für oder Bittsteller bei den Geobehörden der Bundesländer? Also habt ihr irgendeine Vorbildfunktion für die für die Landesbehörden? Ja, letztendlich ist es halt so, dass wir eine Bundesbehörde sind und auch der Geodatendienstleister des Bundes, also für die anderen Bundesbehörden. Wir bekommen auch Daten von den Landesbehörden, teilweise müssen wir die einkaufen, aber wir haben eigentlich jetzt bezüglich Daten, die wir rausgeben, weniger Kontakt zu den Landesbehörden. Und also vielleicht auch in diesem Kontext, wir arbeiten gerade an Schulungsthemen, wo wir Bundesbehörden schulen können. Landesbehörden dürfen wir gar nicht schulen. Und da taucht OSM auch als ein kleines Modul übrigens auf. Das ist ja nicht nur beim BKG so und den Ländern, also im Geobereich, in anderen Bereichen ist das ja ähnlich, ne, dass der Kontakt da vielleicht nicht ganz so gegeben ist. Sicherlich eine Sache, an der man auch in Zukunft arbeiten sollte. Aber ihr könnt ja zumindest als Leuchtturm vorangehen. Genau das versuchen wir, ja. Genau. OSM verzahnt sich immer mehr mit Wikipedia, Wikidata. Wird das zukünftig auch in die Ausbildung mit einfließen? Bisher ist das nicht angedacht. Ich habe ja auch eben hervorgehoben, wir machen das jetzt seit dem letzten Jahr und es ist auch so ein Prozess, ja, dass wir das immer erweitern und ich kann das durchaus im Hinterkopf behalten. Dann müssen wir schauen, inwiefern das noch reinpasst. Die Sache ist halt, dass ich auch schauen muss, dass man die Azubis jetzt gar nicht mit zu einer großen Toolflut oder Informationsflut konfrontiert, sondern ich denke, von den Informationen, die wir jetzt weitergegeben haben oder von den Lehrinhalten, war das ziemlich passend. Und da muss man sehen, inwiefern man das noch ausbaut. Aber das ist sicherlich ein guter Punkt. Ich werde mir das notieren. Ja. Ist es geplant, dass man Mappathons bzw. Hackathons zusammen mit der OSM-Community macht? Wäre eine gute Plattform für den Austausch. Mein Gott, pardon, es war ein, da gerade ein Telefoncall, sorry. Ja, das auf alle Fälle. Und wir sind letztendlich ja auch mit der OSM-Community in Kontakt. Also im Vorlauf des Mappathons habe ich den entsprechend auch angemeldet und darauf hingewiesen, dass wir diesen Mappathon durchführen. Und da gab es auch einen Austausch. Aber es ist sicherlich auch sinnvoll, das mal in einem größeren Rahmen zu machen, dass man da sich noch enger mit der Community auch verzahnt. Alles klar. Eine Frage lasse ich noch zu. Es kommen immer mal wieder neue rein. Deswegen ist vielleicht generell noch mal interessant, was heißt duale Ausbildung? Ist das Studium und Ausbildung in einem? Ja, das ist Ausbildung einmal praxisorientiert bei uns am BKG und dann gibt es die Theorie obendrauf, das ist dann halt an der Berufsschule und ich glaube, das ist ja ganz klassisches Ausbildungssystem.
Ja. Und noch eine, die sich da anschließt, direkt deswegen nehme ich sie noch mit rein. Könnte die Ausbildung bereits virtualisiert werden? Also Stichwort Corona-Bedingungen und oder wird daran zukünftig gedacht? Ja, das haben wir auf alle Fälle so gemacht. Also ich habe jetzt dieses OSM-Modul unterrichtet und da war das so, dass wir teilweise eine direkte Interaktion hatten auf Distanz, aber auch sehr viel über entsprechende Videokonferenzen gemacht haben. Das war teilweise sogar sehr hilfreich. Wir hatten während dieses Schulmappens immer eine Sprechstunde sozusagen in der ersten Woche vormittags und nachmittags. Und da, wenn man dann einfach Beispiele zeigt, dann geht das viel einfacher über eine Videokonferenz, als wenn sich dann die Leute um einen Monitor herum sammeln und dann einfach auf dieses Beispiel schauen. Also das haben wir schon sehr viel zum Einsatz gebracht. Letztendlich ist aber die Interaktion mit den Azubis, die direkte persönliche Interaktion, denke ich, ganz wichtig. Und daher wird das vielleicht teilweise beibehalten, auch nach Corona, dass man Dinge über Videokonferenzen macht, aber dass man auch sonst live vor Ort ist. Also das ist praktisch so ein Add-on, wenn es benötigt wird. Der Kurs wird aber nicht darauf ausgerichtet. Genau. Alles klar. Vielen Dank, Joachim, für diesen Einblick. Ja, vielen Dank, Volker, für die Moderation und vielen Dank fürs Interesse.